Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Schwatzing V4 bei unserem Projekt True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt und das Video euch gefällt und uns unterstützen wollt, dann lasst doch gerne das Däumchen am Ende des Videos da. So, ich bin erstmal bestens versorgt. Die liebe Liv hat sich rührend um mich gekümmert. Traumhaft die Schulter gekriegt. Traumhaft, muss man einfach so sagen. Und ich bin jetzt ganz gemütlich zurück zum Landhandel geschlendert. Mal gucken, was es für Arbeit gibt. Muss ja, steht ja bestimmt einiges an. Oh, das ist, guten Tag, Jan. Ach, ja, Chef, hallo. Bist du wieder da? Oh, ja. Ja. Hallo. Wie geht's dir? Das sieht mir aber sehr spektakulär aus, was ihr da hier gerade vorhabt. Ach, das passt, das hält so. Ach so, das ja, passt. Aber Herr Sachsen, Sie hatten, glaube ich, was mit für einen Chef, oder? War das nicht so? Ja, ja. Ich habe Philipp schon das gegeben. Was ja. Denn? Weiß ich das? Ich glaube, im Büro müsste man auf den Tresen gucken. Ah. Da liegt die Rechnung von der gesamten restlichen Umbauaktion hier. Hier stattgefunden hat. Wenn Sie mal rüberschauen wollen, da ist nur noch ein kleiner Bruchteil offen, den der bezahlt. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue da gerne mal drüber, aber ich habe das nicht in Auftrag gegeben, ne? Deswegen geht mich das relativ wenig an. Weil ich war nicht da, ich war in Gehör. Dann muss ich dann Harry oder du, also ist mir ja. Okay, er kann ja wenigstens mal mit drüber gucken, aber keine Ahnung. Was nee, ich gucke gerne drüber, ist kein Problem. So, was haben wir denn hier? Meier Sachsen. Ich gehe mal mit hoch, oder ich gehe hier mal. Ja. So, kleinen Moment, ich suche, da haben wir die Rechnung. So, was haben wir denn hier? Bauhof Schwatzing, vom 7.6, ja, Rechnungsdatum. Bauabschnitt A. Genau, vom Bauabschnitt A sind noch 80.000 offen. Was ist Bauabschnitt A? Das ist hier, Bauabschnitt A ist der hintere Bereich, wo es dazugekommen ist. Das alles um die Güllegrube mit den Heiden und den Delfinen. Ach so, ja, also das, was Harry in Auftrag gegeben hat. Jo. Alles klar, und Anpassung Außenanlage, gut. Genau, das ist halt das Boot, Außengelände. Das Boot müssen wir auf eine separate Rechnung machen, das ist tatsächlich eine Privatanschaffung. Nee. Weiter ganz kurz. Passt schon sowieso. Doch. Nein, Jupp, ist das, nein. Haben wir das als Firma genutzt, als Firmenboot? Ja, natürlich. Ja, also, Firmenschaft. Was habt ihr da gemacht? Die Fahrzeuge ausgeliefert mit dem Boot? Oder was habt ihr gemacht? Habt ihr das Weizen hier quer durch die Dings gefahren oder wie? Das ist für die Tiefenentspannung in der Pause, Chef. Richtig. Das ist ja schon ernst. Definitiv. Also, Bauabschnitt A ist noch wie viel offen, haben Sie gesagt, Herr Sachsen? 80.000. 80? Ja. Okay. Sind noch offen? Ja. Und der Rest? Ist schon bezahlt. Also 310.000 sind schon bezahlt? Ja, das können die da. Ich weiß nicht, der Harry hat da. Ja, das ist alles schön. Da haben wir ja schon, das ging ja über Jahre. Also jetzt nochmal zum Schluss alles zusammengefasst und dass Sie das halt auch so mal sehen. Sie sind natürlich ein ganz schöner Schlingel, Herr Sachsen. Ja, weil Ihnen das ja hier mit angehört. Haben Sie 30.06. als Rechnungsdatum geschrieben, hä? Wollen Sie sich die 3% Mehrwertsteuer noch gönnen, oder? Ich habe da mit der Stadt gesprochen, das hätte sowieso keinen Unterschied gemacht, aber das bin ich nicht zuständig. Okay. So, Herr Sachsen, jetzt nehmen wir das, warten Sie mal, den Koffer kurz aufmachen, so, jetzt müssten Sie es haben. Wunderbar. Bitte schön. So, und dann, das nächste 80.000, Thema. 80.000, also insgesamt, ja. Nee, ich denke nur insgesamt. Vom Bauabschnitt A. Ja, insgesamt vom Bauabschnitt A. Ja, und was mit dem Boot und den anderen 5.000? Das ist ja schon bezahlt. Ja. Von Ihrem Konto. Okay. Aber ich habe hier einen Häcksler hier stehen. Wir haben ja jede Menge Bäume weggemacht. Da müsst du mal eine Grundwartung machen. Achso, ja, das ist kein Problem. Ja. Meistens aber etwas aufwendiger, ne? Ja, das hat auch Zeit. Der wird jetzt nicht mehr, lange Zeit nicht mehr gebraucht. Ja. Wie viel Kubikmeter Holz in der Durchgang, beziehungsweise wie viel Raummeter? Schätzungsweise? Komplett Schwarzing. Komplett Schwarzing, na gut, dann wird es also eine große Wartung. Da müssen Schwarzing wir wahrscheinlich auch mal die Weizen rausholen und alles. Ja. Und das nächste wäre, da hatte ich mit Harry schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich wollte gerne ein Angebot haben, ein ziemlich gutes. Ich brauche nämlich sehr, sehr viel Diesel für unsere Produktion am Bauhof. Also Harry, das allererste ist, das Ding kommt hier von der Hebebühne runter. Jupp, frag mal unseren Knasti, was er hat. Also, das können wir auch direkt drüber reden noch. Knasti, was war? Ich glaube, bei dir fiedelt gleich mal richtig, Jupp.
Das heißt Miguel. Miguel. Nasty? Sag Miguel. Nasty. Miguel. Nasty. Geh zu Herr Sachsen. Lauf. Wo soll ich denn hinlaufen? Wo soll ich denn hinlaufen? Bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Soll stehen bleiben. Das ist aus Balkon. Sag Miguel. Miguel. Lauf. Miguel. Nasty. Miguel. Also ich finde das so ein bisschen süß hier anzuschauen. Miknassi. Ja, warte, ich beschäf dir. Wenn du das noch einmal machst, schläfst du hier hinten in dem Schrank. Und zwar im Stehen. Hast du es verstanden jetzt? Jupp, lauf, lauf, Jupp. Hast du es jetzt verstanden? Hast du es jetzt verstanden? Oha. Oha. Nee. Und jetzt kommt dieses... Kommt da. Jupp, lauf. Herr Sachsen? Ja. Ja. Die Zweier sind gerade in der Frische, die sind gerade von der Bärengruppe in die Frische-Gruppe gewechselt. Ja, die hatten jetzt lange keinen Kindergarten, die dürfen jetzt erst mal wieder spielen miteinander. Unglaublich. Bin jetzt auf Tauchstation. Ach, das ist absolut nicht normal. So. Ja, ich glaube, der hat sich wieder beruhigt. So, dieses dreckige Ding kommt jetzt erstmal hier raus. Ich glaube, ich sehe ja, es hackt da wohl ein bisschen. Da wird ja als allererstes wird das gereinigt, ansonsten kommt das hier gar nicht rein in die Fahrzeughalle. Absolute Frechheit. Ja, also Herr Sachsen, wir machen eine große Wartung, aber wie gesagt, da müssen wir die Walzen rausholen, alles. Ja. Das müssen wir einfach komplett zerlegen. Ein Ding. Deswegen bin ich ja eigentlich auch hier. Ich wickel mit dem Diesel. Was mit dem Diesel? Da gibt es zurzeit kleinere Probleme. Oh, Moment. Ja? Jo, moin, hör mal. Ja, ich hör mal. Ich brauche Diesel. Ja, das ist schön, dass jeder einen schwarzen Diesel braucht. Ja, wie viel? Ich brauche 15.000 Liter für die Tankstelle. Naja, nehmen wir mal 5.000 Liter für die Tankstelle und drei LKWs sind bei mir leer. Dann müsstest du bitte am Feld betanken. Wenn am Feld stehen geblieben. Wieso sind die leer? Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Ich bin heute zweiter Tag hier, ne? Okay, alles klar. Machen uns auf die Sorgen. Wir müssen uns eine kleine Alternative einfallen lassen, weil unser Diesel-LKW aktuell noch verarztet werden muss. Ja, ansonsten lass mich doch an einer Privattankstelle tanken. Wie? Wie? Welche Privattankstelle? Wie da hinten bei mir in der BGH? Nee. Ja, dann ZZ meine ich. Ja, außerdem ist die Privattankstelle stillgelegt. Ach, ist sie stillgelegt? Die ist stillgelegt. Ach so, das wusste ich nicht. Die ist trocken. Die ist trocken. Wie deine Mutti. So, aber was ist denn jetzt? nee, dann ist gut. Wenn du jetzt gleich bringst, ist ja so. Wann kann ich mitrechnen? Ich hatte letztes Mal. Wir kümmern uns. Ich hatte letztes Mal im Sommer bestellt und Mitte Herbst habe ich es bekommen. Das ist auf jeden Fall. Warte mal, Sommer, Mitte Herbst, das sind wie viel? 4, 5 Monate? Also, das schaffen wir schneller diesmal. Oh, das ist ja wunderbar. Ja, alles klar. Dann hören wir uns später. In 3 Monaten. Gut, bis dahin. Bis in 3 Monaten sogar. Tschüss. Tschüss, Harry. Ja, wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Wir müssen uns wirklich mal ganz, ganz dringend um eine Alternative zum Dieseltransport kümmern. Ja, das können wir machen, auf jeden Fall. Aber wollen wir nicht erstmal Herrn Sachsen nach euch reden lassen? Herr Sachsen, Entschuldigung. Ich brauche Diesel. Ja, das haben wir festgestellt. Und das, können wir da preistechnisch einen guten Preis machen? Das wäre mir gut. Ich würde auch große Mengen. Wie viel und wohin? Was würden Sie denn für einen Preis machen für 100.000 Liter? Bitte, wie viel? Haben Sie Ihren Privatjet auf Diesel umgebaut oder was? Nee, was würden Sie denn da für einen Preis machen? Nee, das geht nicht so einfach. Wofür brauchen Sie 100.000 Liter? Für den Bau, für das Kieswerk. Und für den Erdaushub. Ach du heilige Scheiße. Für die Förderanlagen und so weiter und die Bohrtechnik. Also 100.000 Liter Diesel würden 250.000 Euro kosten. Allerdings sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie es ist, da brauchen wir ein Stück, bis wir die produziert haben. Wie lange würde es dauern, bis Sie 600.000 Liter fertig haben? Wie viel? Ich brauche insgesamt 600.000 Liter. Ohne Flachs, ich habe auch erschrocken, wie viel da reingeht. Es steht ein Fass davor. Herr Sachsen, ein Fass ist immer 100.000. Und bei den anderen brauche ich 5 Fässer. Das macht insgesamt 600.000. Ich habe extra nochmal. Das sind 1,5 Millionen Euro in Diesel. Ja. Deswegen frage ich hier nach einem guten Preis. Aber das kann man nicht einfach aus der Handgelenk schütteln. Ja, deswegen möchte ich ja das gerne mal anfragen, wenn Sie mal die Tage mal einen guten Preis vorgeben können. Also wir werden uns beratschlagen, denn wir müssen tatsächlich erstmal prüfen,
inwieweit wir 100.000 Liter, 600.000 Liter überhaupt produzieren können. Also 600.000 sind eigentlich, also ich würde am liebsten wirklich meine Anlage voll machen, damit so lange wie möglich Ruhe ist. Und um zu sehen, wie das Ganze dann läuft. Nicht, dass ich da jetzt da, was weiß ich, ein paar tausend Liter reinmache und dann am nächsten Tag wieder hier stehe. Und was, Sie wollen die 600.000 mit einmal? Jo. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil wir dann ungefähr anderthalb Jahre mit dem Transport zu tun haben und wir können das nicht zwischenlagern. Also die 100, wir können Ihnen das in Etappen liefern, aber 600.000 mit einmal ist definitiv ausgeschlossen. Schön, wie Sachsen. Ja? So, Miguel, du kannst jetzt unten zur Spedition fahren. Dort steht ein Tank-LKW für dich bereit, sponsert die Stadt und dann kannst du ganz schnell bei mir Diesel liefern. Hä? Ja. Echt jetzt? Ja, ohne Witz jetzt. Okay. Okay. Gut. Bis gleich. Gut. Wie viel wollt ihr Fritz hier nochmal an Diesel? 5000 Liter und 3 LKWs tanken. Ja, okay, alles klar. Herr Sachsen, wir würden das Sie jetzt... Sie können das ja so vereinbaren, Sie können das ja immer stückchenweise liefern, aber ich würde gerne einen Festpreis für 600.000 erstmal machen. Also wenn Sie 600.000 Liter abnehmen, ja, das sind 1,5 Millionen, was schlagen Sie denn vor? Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich weiß ja nicht, wo ihr Preis überhaupt liegt. Ich hatte mit dem Herrn Hafer gesprochen, der hat mir was von 2,60 Euro der Liter gesagt, aber das kann ich natürlich nicht machen. 2,50, Ari. Ja, nee, Chef, in den 5 Jahren hat sich ja wieder ein bisschen was getan, deswegen 2,60. Dann ist ja wieder so beschissenes Rechnen. Ja. Also wenn ich hier vorne auf die Tanke gucke, dann steht da irgendwas mit... 8,90 Euro, das ist noch ein alter Preis. Aber 1,49 Euro. Und ich habe gedacht, wir können da wegen Großmengen so ein bisschen hin 1 Euro tintieren oder so. Nee. Also Chef, wir waren bei 1,5 Millionen, hast du gesagt, ne? Nee, wir sind bei 1.560.000. So, wir könnten ja machen, Herr Sachsen, als faires Angebot für Sie 1.100.000. Was? Was? 460.000 einfach mal verschenkt. Chef, bleib einfach mal ganz ruhig. Oder Herr Sachsen? Können Sie das nochmal sagen? 1.100.000. Ach, wir müssen da auch Material reintun. Ich weiß. Herr Sachsen, möchten Sie noch einen Kaffee? Nee, danke. Das ist zu wenig. Warte nochmal. Herr Sachsen, was sagen Sie? Also ich bin ja eher für 1,25. Aber das ist jetzt gerade eine sehr ungünstige Ausgangsposition für mich, würde ich behaupten. Ja, das trifft es im Kern, Chef. Nee. Na klar, lass einfach mal, also... Ja, ich wäre wahnsinnig, ja? Ich habe Gaststätten zu beliefern. Herr Bayer? Ich habe Bestellungen weltweit für mein unschlagbares Exportbier. Und ich kann nicht produzieren, weil meine Malzfabrik keinen Weizen hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich Weizen bei Ihnen bestellt habe, Herr Manus. Wie viel war das direkt? Ich habe gesagt, wir nehmen Sie einen Anhänger voll mit. Ach ja, ich. Das ist leer. Ich muss Verträge erfüllen, Herr Manus. Sie wissen doch, dass... Ja, die müssen auch Verträge erfüllen. Und Sie haben doch gesehen, was passiert ist. Ich hatte einen Unfall. Ja, und deswegen können Sie jetzt nicht mehr arbeiten. Wir können arbeiten, wir sind dran, aber wir haben auch andere Kundschaft wie ihr weltweit. Es geht hier um das Bayer Exportbier. Das hat Priorität, Herr Manus. Ach nee. Ja, was nee? Ja, doch, Sie haben recht, wir sind unterwegs mit dem Weizen. Aber ZZ, ne? Nicht auch Sie noch mit ZZ. Ich erwarte Sie. Ja. Umgehend. Der ganze Schwatzing erwartet uns. Ja, bis gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Hey Siri, leit Panels an. Also was ich maximal erstmal anbieten kann oder vorschlagen würde, wären jetzt, weil Sie ja auch gesagt haben, dass Sie 600.000 nicht sofort liefern können. Ja. Dass wir erstmal uns auf 100.000 beschränken. Gute Idee, schon mal. Sie haben ja gesagt, irgendwas mit 2,60 Euro. Ja, 100.000, 2,60 Euro sind 260.000. Wenn wir uns da auf 2 Euro einigen können,
Dann würde ich gerne so im Auftrag nehmen. 200.000 können wir machen, Herr Sachsen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. 200.000, 100.000 Liter und je nachdem, ja, wie sich das so entwickelt, dann melde ich mich nochmal. So machen wir es. Wäre aber schön, wenn Sie dann beim nächsten Mal noch ein Stück weiter näher kommen könnten mit dem Preis. Ja, wir machen erstmal das, dann gucken wir, wie Sie zufrieden sind und dann geht's weiter, ne? Gut, wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Morgen? Wir legen mit der Produktion los. Aber wenn wir uns jetzt jede Sekunde, die wir uns hier unterhalten, können wir nicht arbeiten. Ja, genau, bitte, wenn jemand da ist, ich muss das dann zeigen, wo das hinkommt, weil das sind zwei unterschiedliche. Ja, wir machen also erstmal und melden uns bei Ihnen, okay? Kein Problem. Alles klar, super. Gut. Und wegen denen hier, das hat noch Zeit. Also ja, wir machen auch noch. Alles klar. Okay, alles klar, wir müssen los. Herr Sachsen, Chef, warte, wir wollen dir bloß noch erklären, wir müssen uns ja ein bisschen öfter hin. Pass auf. Ja, ich weiß. Beim Bayer werden wir jetzt mal hier Gerste und Weizen ausliefern, den ganzen Gedöns, ne? Ja. Und dann werden wir beim Bürgermeister noch vorbeifahren wegen den 10%. Der hat mich angerufen, die Unterlagen wären soweit fertig. Oh, was? Super geil. Na, können wir dann auch unterschreiben. Wegen was? Ja, gut. Ja, also Jupp und seine 10%. Na, aber wir können jetzt nicht lang schnacken, du musst den Diesel-LKW holen und Jupp, komm, wir müssen los. Ja, tschüss. Nee, stopp, ich muss einer runterfahren. Hallo, ich muss einer runterfahren zur Spedition. Du kannst doch schon mal fahren. Ich muss einer zur Spedition runterfahren und das muss auch noch umgeladen werden. Willst du schon mal voll tanken? Ja. So, komm, auf geht's. Ich bin der Taxifahrer, ja. So, komm. Tabazaraba, Rambazamba. Ja, ja. Was ist denn? Bleibst du mal drin, oder? Ramada, wer packt das Ding eigentlich so kacke? So, ja, wir haben's. Pack mal den Häcksler noch oben, bitte! Und sauber machen muss man auch noch. Was für 10%, Harry? Alles gut, Chef. Alles gut. Harry, was für 10%? Harry, ich hab doch da aber auch den LKW geladen gehabt. Mit Diesel, das müssen wir auch noch ausliefern. Und zwar, der Gemeindehof für diese, die haben auch 10.000 Liter oder 15.000, was da drin waren. Ja, das kriegt man alles hin. Aber wir sind am Arsch, wir müssen Diesel produzieren, aber richtig, aber Diesel... Bleibt ganz geschmeidig. Wir müssen nicht Diesel produzieren, wir müssen, was ist denn die Mehrzahl von Diesel? Diesels, wir müssen unglaubliche Dieselproduktionen kaufen. Wo willst du hin? Linksbau, Transportfirma, da steht irgendwie ein Tanker bereit, dieses, von der Stadt gesponsert. Transportfirma. Ja, wahrscheinlich, dass wir erstmal weiterarbeiten können. Ich nehme an, die holen die dann wieder, bis unsere repariert ist. Dieselsproduktionen. Also müssen wir quasi zum Schlag. Ja, was ist denn die zweite Steigerungsform von Diesel? Diesels? Am dieselsten. Am dieselsten. Am dieselsten. Also ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall am dieselsten viel produzieren. Das kriegen wir hin, ist kein Problem. Ja, scheiße. Ja, komm, dreht erstmal die Pedale jetzt, aber mach Sachte. Ich bin ja ein kleines Trauma, hier vorne ist schon mal der Reifen geplatzt. Ich wusste es. Ey, Harry, mach das nie wieder. Ich sag dir, ich furz hier richtig feucht auf den Sitz. Hier, mach Sachte, das war die Kurve. Ja, Tele. Oh. Harry, mach doch keinen Scheiß, du. Ja. Schlag hier, moin. Moin, wir sind auf Weg zu Ihnen. Wie? Wir sind auf Weg zu Ihnen, an die Transportfirma. Steht da ein Diesel-LKW? Nee. An Ihrer Firma muss ein Diesel-LKW bereitstehen, hieß es. Von der Stadt aus bereitgestellt. Weiß ich nicht. Sind Sie dort? Nee. Ja, dann prüfen wir das mal selber, ja? Ja, aber ich wollte ja was von euch. Ja, dann sag mal. Ja, hier könnt ihr Herbizide liefern. Ja? Ja, dann mach das mal. Ja. Wie viel kriegt ihr auf einmal mit? Gestern und 2 Millionen Liter. Wie viel kriegt ihr noch einmal mit? Harry, cool. Herbizide, wie viel kriegt man mit einmal weg? Boah, kannst du jetzt nicht sagen, müssen ich in die Unterlagen gucken, aber wie, siehst, hab ich gerade was bei hast mir du denn? Was, pass auf, eine Lieferung oder was? Drei komplette Ladungen. Genau, einmal für die Apfelproduktion, einmal für die Kirschproduktion, einmal für die Bienenproduktion. Jeweils ein LKW voll. Für die Obstplantagen. Genau, ja, Obst ist das ja auch. Genau. Chef, was halten? Ja, dreimal Ziele für die Obstplantagen. Fällt das mal. Problem da? Nee. Nee. Und dann bräuchte ich auch nochmal dasselbe in Dünger. Fest, ja? Fest, genau. Dreimal Dünger. Fest.
Obwohl ich da könnte ich auch vielleicht euch nochmal unterstützen und selber mal einen LKW voll holen, aber Herbizide kann ich halt nicht transportieren. Ja, ja, ist kein Problem. Gut, so machen wir es. Ja, und es geht irgendwie zum günstigen Preis. Ich habe heute schon öfter gehört, du wirst es kaum glauben. Ja, nun, ne? Geld ist knapp. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Alles ich bin klar. Bin jetzt auch hier bei mir, aber ihr seid nicht da, oder? Wo bist du? Ich bin hier an der Spedition. Ja, guck mal. Oh, Alter. So, pass auf, die haben den dieser LKW hier, den hat die Stadt zur Verfügung gestellt, dass wir es mal weiterarbeiten können anscheinend, keine Ahnung. Ja, euer ist ja leicht defekt. Ja, wo ist denn der, Karl? Musst du den Bayer fragen, der hat ihn irgendwo... Du hast ihn da abgeschleppt? Ja, aber der Bayer hat ihn dann hier abgeholt und ja, der wird jetzt irgendwie untersucht oder so. Oh. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt ein technisches Versagen oder menschliches Versagen. Ja. Das wollte er irgendwie überprüfen, weiß ich nicht genau. Geht's dir nicht gut, oder? Doch, hab da was nachgeguckt. Alles klar, gut, Dietmar, dann ich. Karl, ich muss erst mal los. Ja, fahr mal los. Ich guck mal weiter hier, ob hier noch was liegt. Oder alles was klar. Hast du gesucht? Ja, ciao. Ja, ja, guck mal, ich hab da irgendwie 2 Euro verloren. Wenn die findest du mir, einen kannst du behalten. Danke. Harry? Ja, Chef? Ja, Dieselproduktion. Pass auf, da sind noch 17.000 Liter. Oh, warte mal, Peter. Harry, ich funk gleich zurück. Ja. Peter! Guten Tag, Manu. Na, du alte Kackwalze, wo bist du denn hin? Ich wollte gucken, ob das mit der Expresslieferung geklappt hat. Ja, da guck mal, der ist der LKW, der düst jetzt los. Peter, weißt du, wo mein LKW ist? Nö. Moment. Oh, der Bayer ruft an, ja? Hallo, Hermanus. Hallo, Hermanus. Aber was der Bayer möchte, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Morgen früh um 10 geht's schon wieder weiter, meine lieben Freunde. Ihr müsst gar nicht so lange warten, denn es ist schon wieder fast Wochenende. Denkt daran, morgen früh um 10 True Farming und morgen Abend... Gehen Sie gerade ernsthaft ans Telefon und tun dann abmoderieren. Das ist hart, oder? Das ist schon das ist dieses, schon, das ist dieses ist andere schon, Gefühl, den Bayer hops zu nehmen. Auf jeden Fall, schon, puh. Auf jeden Fall 20 Uhr ist Livestream und meine lieben Freunde, heute, also morgen Abend zum Livestream, gibt's die V4 für euch. Kuss geht raus, dann gibt's die zum Download und ja, dafür gibt's ein Däumchen. Bis dahin, tschüss.